Jens Keller ist angeklagt, auf der Geburtstagsparty seiner 13-jährigen Tochter Susanne Haschisch an die kleinen Geburtstagsgäste verteilt zu haben. Ist Keller ein Drogendealer, der Kinder süchtig machen will? Erheben Sie sich. Das Schiff gerät unter Vorsitz von Richter Alexander Holz. Nehmen Sie Platz, bitte. Herr Keller, wir fahren heute Ihre Strafsache wegen Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige. Weil es ein Verbrechen ist, verhandeln wir als Schöffengericht. Die Anklage wird vertreten durch Herrn Staatsanwalt Lukas, Ihr Verteidiger ist Frau Rechtsanwältin Lang. Ja. Nehmen Sie bitte in der Mitte Platz. Keller, zu Ihren Personalien zunächst. Sie heißen Jens mit Vornamen. Ja. 30. November 63 in Hamburg geboren. Ja. Sie wohnen in Bremen, sind verheiratet, haben eine 13-jährige Tochter. Ja, die Susi. Mhm. Was sind Sie vom Beruf? Musikproduzent. Mein Label heißt K-Musics. Mhm. Was verdienen Sie da nach Steuern im Monat? 3,5 ungefähr. 3,5. Bundeszentralregister ohne Eintrag, also bisher keine Vorstrafen. Herr Staatsanwalt, bitte. Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten. Also, nee. Ganz ruhig. Herr Seelhoff, nehmen Sie den Herrschaften das Ding bitte ab. Geben Sie her. So wie die Flagge aussieht, nehme ich auch nicht an, dass Sie vom jamaikanischen Fremdenverkehrsamt kommen, oder? Also, was glauben Sie eigentlich, warum dieser Zuschauerraum Zuschauerraum heißt, wenn man da zuguckt und keine Propaganda macht, egal wofür oder wogegen, ja? Und beim nächsten Mal fliegen Sie auch raus. Und ihre tolle Flagge kriegen sie wieder, wenn es nachher gehen, ja? Und die Mütze da hinten dürfen sie auch noch abnehmen. Herr Staatsanwalt, jetzt bitte. Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten aufgrund ihrer Ermittlungen folgenden Sachverhalt zur Last. Am Abend des 18. Januar 2002 gegen 20 Uhr verteilte der Angeklagte im Partykeller seines Bremer Anwesens auf der dort stattfindenden Geburtstagsparty seiner 13-jährigen Tochter Marihuana-Zigaretten und Haschichkekse, sogenannte Space Cookies, an die anwesenden 15 Jugendlichen. Vier der Kinder litten im Anschluss daran an erheblichen Magen-, Darm- und Kreislaufstörungen und mussten ärztlich behandelt werden. Dies hätte der Angeklagte vorhersehen und vermeiden können. Erforderliche Strafanträge wurden form- und fristgerecht gestellt. Der Angeklagte wird somit einer vierfachen fahrlässigen Körperverletzung in Tateinheit mit einem 15-fachen Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz beschuldigt. Strafbar gemäß § 29a Absatz 1 Nummer 1 BTMG, § 229, 52 StGB. Danke, Herr Staatsanwalt. Frau Verteidigerin, macht Ihr Mandant Angaben zur Sache? Ja, macht Angaben. Ja, was ist zu dem Vorwurf des Herrn Staatsanwalts zu sagen? Tja, also dazu kann ich sagen, ich halte das für hysterische Fantasie einer Hausfrau. Mehr nicht. Das war ein ganz normaler Kindergeburtstag. Wobei der Herr Staatsanwalt natürlich keine Hausfrau ist, oder? Ich denke, ich bin angeklagt von der Mutter der Julia. Ja, Sie ich haben jetzt aber den Vorwurf gehört, was Ihnen vorgeworfen wird. Also, und? Ja, so sehe ich das gar nicht. Das war... Normaler Kindergeburtstag, oder wie? Das war eigentlich ein ganz normaler, gut, ein bisschen heftiger als in meiner Jugend, aber... Also ich will jetzt auch nicht Ihre ganze heftige Jugend hier erzählt haben, aber was heißt heftiger als in Ihrer Jugend? Naja, mein Kindergeburtstag habe ich mit Cola und Keksen gefeiert. Damals den 13-Jährigen, vielleicht auch den 14. oder auch den 12. Ja. Jedenfalls so in dem Dreh. Und wie war es dort? Da wurde auch Alkohol konsumiert, oder was, auf der Party? Da wurde Alkohol konsumiert, wo ich strikt gegen war. Obwohl ich das auch meiner Tochter ganz klar gesagt hatte, Alkohol bleibt draußen, den wollen wir da nicht haben. Und wie haben Sie festgestellt, dass Alkohol konsumiert würde? Ja, da kamen halt so ein paar Typen aus der Oberklasse und haben das wohl mit reingeschmuggelt. Jedenfalls wurde es plötzlich irre laut im Keller und dann bin ich gucken gegangen. Ja, und dann habe ich das natürlich gesehen. Da hat sich einer da gleich so eine Flasche an den Hals gesetzt. Das habe ich alles eingesammelt und habe gesagt, das gibt's bei mir nicht. Ich selber trinke gar keinen Alkohol. Stattdessen haben Sie 2, 3 Joints und ein paar Kekse in die Runde geschmissen, damit ein bisschen Rausch wenigstens noch stattfinden kann. Nein, das habe ich nicht gemacht. Also ich habe mich mit den Kindern unterhalten über Drogen allgemein, weil ich das als sehr richtig empfinde, wenn man damit rechtzeitig anfängt oder frühzeitig. Mit den Drogen, wie soll ich das verstehen? Bitte? Womit soll man rechtzeitig anfangen? Naja, mit der gesamten Aufklärung, was es alles für Drogen gibt. Mhm. Weil man muss das endlich mal begreifen, dass Alkohol ebenso eine Droge ist wie alle anderen Drogen. Damit die auch. Aufklärung anschaulich ist, haben Sie gleich mal einen Joint gebaut vor den Augen der Kinder, ja? Also,
Ich habe einen Joint gedreht, aber das war stinknormal. Woher wissen Sie überhaupt, wie man so einen Joint dreht? Und übrigens, ist das nicht strafbar? Habe ich schon mal gekippt. Herr Staatsanwalt, das ist nicht strafbar, wenn ich mir einen Joint drehe. Na jetzt. Ja? Ihr letzter Einwand war gerade eben, man soll Sie doch gleich fragen, ob Sie schon mal gekifft haben. Ich glaube, man braucht Sie nicht fragen, ja? Das wollen Sie uns unbedingt auch noch von sich aus sagen. Also in meiner Studienzeit habe ich derweil mal gekifft, ja. Und das musste jetzt auch raus, ja? Bitte? Das musste jetzt raus. Das musste jetzt raus, ja, warum denn nicht? Okay. Ja. Wenn man das vergleicht, Alkohol gegen Haschisch oder Cannabis. Also Sie haben den Kindern weder Haschischkekse angeboten, noch Joints, noch echte Joints angeboten? Nein, ich habe den natürlich nicht. Wie erklären Sie sich das bei der Hausdurchsuchung? 10 Gramm, was war es, Marihuana bei Ihnen im Haus ja, gefunden vielleicht worden? Vielleicht hat das da jemand liegen lassen oder das hat mal einer mitgebracht. Die Kinder, die bei Ihnen waren? Also ist nicht Ihres? Das weiß ich nicht, das ist nicht meins, nein. Sind Sie also damit einverstanden, dass das formlos eingezogen wird, oder? Jo, wenn Sie das gerne möchten. Wenn man zu Protokoll. Es ist natürlich durchaus so, dass mehrere Kinder im Anschluss an diese Fete oder an diesen schönen Kindergeburtstag unter massiven Kreislauf- und Magen-Darm-Störungen litten, ja? Nach dem ärztlichen Gutachten von der Julia, ausgelöst durch Konsum, also durch THC zumindest, ja? Können Sie vielleicht erklären? Nein, das kann ich nicht erklären. Also, das ist ja nirgends anders drin als in Marihuana oder Haschisch. Also wenn auf diesem Kindergeburtstag Hasch zu sich genommen wurde von den Kindern, dann müssen die das selbst mitgebracht haben oder es hat da Sie mal... Sie bleiben dabei, dass Sie nichts angeboten haben. Ich habe denen nichts gegeben. Gut, dann treten wir die Beweisaufnahme ein. Herr Seelhoff, bitte die Julia Rotbaum. Und Sie nehmen hier Platz, bitte. Ja. Julia Rotbaum, bitte. Julia, bitte, hier vorne ist ein Stuhl für dich. Sehen Sie gleich. Und wenn wir uns unbedingt zudrehen wollten, dann sollten wir doch lieber Hasch versuchen. Dieser skrupellose Althippie, der hat meine Tochter mit Drogen vollgepumpt. Du weißt, dass du hier als Zeuge aussagen sollst. Du kannst zwar noch nicht bestraft werden, wenn du was Falsches sagst, aber es ist ganz wichtig, dass du nur die Wahrheit sagst. Klar. Ja. Ja? Deine Personalien zunächst. Du heißt Julia Rotbaum, 13 Jahre. Du lebst auch in Bremen, gehst in die 8. Klasse Gymnasium. Ja, das ist richtig. Mit dem Angeklagten bist nicht verwandt, oder? Verschwägert. Du warst damals ja auch auf der Geburtstagsfete der Susanne Keller. Wie viele waren denn da ungefähr Gäste? Also wir waren so ungefähr 15. Das war wirklich die coolste Party, die ich je erlebt habe. Also es war super Essen, dann die korrekte Musik, dann ja, alles war super. Dann total die coole Deko, Drinks, alles. Drinks heißt alkoholische Drinks. Naja, das hat man natürlich auch. Also es ist irgendwie Standard, bei jeder Party bringt mal jemand eine Flasche mit. Aber natürlich hatten wir auch was anderes. Und wenn es Alkohol gibt, dann ticken die Eltern halt regelmäßig ab. Aber so einen wie den Herrn Keller, den hatten wir echt noch nie. Was soll das heißen? So einen coolen wie den Herrn Keller habt ihr noch nicht erlebt. Was war denn mit ihm? Als er gesehen hat, wie Kai sich eine Flasche Apfelkorn angesetzt hat, dass sofort die Party zu Ende war. Er ist dann total ausgerastet, hat die Musik abgedreht. Und dann hat er gesagt, die Party ist jetzt zu Ende. Dann haben wir natürlich auch alle gedacht, dass es jetzt zu Ende wäre. Aber dann ist er auf einmal wieder total nett geworden. Was heißt total nett geworden? Wie hat sich das geäußert? Er meinte auch, er möchte uns den Spaß ja nicht verderben. Er hätte halt nur was gegen Alkohol und das würde die Gehirnzellen killen. Und wenn wir uns unbedingt zudrehen wollten, dann sollten wir doch lieber Hasch versuchen oder sowas. Und dann hat er Tabak und so einen braunen Klumpen rausgeholt. Sah das ungefähr so aus? Ja. Also er hat euch da was gedreht oder wie? Er hat dann so 3-4 Tüten gebaut und hat die rumgereicht. Und dann hat er noch so eine Dose Kekse auf den Tisch gestellt. Ich glaube, Space Cookies oder wie die Dinger halten. Und ja, dann ist er wieder abgehauen. Mensch, was sagst du denn da? Ja, warum soll sie denn das nicht erzählen? Ja, weil das ja wohl nicht so ganz legal ist. Es ist zwar leichter als Alkohol, aber es ist nicht ganz legal. Da muss die Gesellschaft vielleicht mal ein bisschen mitdenken oder neu denken. Und die Zeugin soll mitdenken und sie nicht verraten, oder wie ich das verstehe? Nein, die gesamte Gesellschaft vielleicht. Ja, aber momentan geht es nicht um die gesamte Gesellschaft, sondern das, was die Zeugin miterlebt hat. Ja? Julia, und? Hast du auch was davon genommen? Ja, ich habe mir dann so einen Keks aus der Dose genommen und habe mir dann ein Stück abgebrochen. Also ich fand das echt krass, das Zeug. So, das war voll cool. Was heißt, es war cool? Ja, also ich habe mir hab's dann probiert und mir wurde auf einmal total schwindelig, ich weiß nicht. Aber irgendwie habe ich mich noch total wohl gefühlt, ich weiß nicht. Alles hat sich gedreht und überall war Musik. Hast du mitbekommen, was die anderen gemacht haben?
Ahnung, nee, ich habe irgendwie kaum noch was gecheckt. Ich weiß noch, dass Rollo irgendwann tierisch kotzen musste und Miri und Nadine haben die ganze Zeit gekichert. Aber dann bin ich auch relativ schnell eingepennt. Mhm. Wir haben ja auch ein ärztliches Gutachten, du warst ja dann in Behandlung. Julia Rotbaum wurde aufgrund extremer Mattheit, Kreislaufprobleme eingeliefert. Blut- und Urintests konnten Spuren von THC, also das ist der Inhaltsstoff von Cannabis, nachgewiesen werden. Also und zwar ein sehr hoher Wert war das sogar. Fragen noch an die Zeugen? Keine Fragen. Keine. 60-1, also unter 16-Jährige bleibt sie unbeeidigt. Vielen Dank, nimm doch da hinten bitte noch Platz. Die Ulrike Rotbaum, bitte. Zeugin Ulrike Rotbaum, bitte. Frau Rotbaum, wenn Sie bitte hier nach vorn kommen würden und hier Platz nehmen. Entspannen Sie sich mal. Zunächst, Sie sollen hier die Wahrheit sagen als Zeugen. Sie könnten auch vereidigt werden, ja? Ja, dafür bin ich hier. Ja. Ihr Personalien, Sie heißen Ulrike Rotbaum, 36 Jahre alt, verheiratet. Sie leben in Bremen und sind von Beruf Hausfrau. Hausfrau und Mutter, bitte. Und mit dem Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert? Um Himmels Willen, nein. Ja. Sie haben damals ja gegen den Angeklagten Anzeige erstattet. Wenn Sie uns bitte erzählen würden, was Sie dazu bewogen hat. Das fragen Sie mich noch. Dieser skrupellose Althippie, der hat meine Tochter mit Drogen vollgepumpt. Oh, Mama, du bist voll peinlich. Peinlich? Ich bin peinlich? Da haben deine beste Freundin und der kiffende Vater dich ja prima gegen mich aufgehetzt. Mann, der Herr Keller, der ist eben cool, der ist nicht so spießig wie Julia, du. Julia, jetzt ist auch mal gut, es ist deine Mama dran. Sehen Sie, genau das ist das, was ich meine. Seit diesem Vorfall ist meine Tochter wie umgewandelt. Frau Rotbaum, und jetzt geht für Sie genauso. Jetzt schildern Sie uns bitte einfach mal ganz in Ruhe, so gut es eben geht, was Sie über diese Geburtstagsfeier von der Susanne Keller wissen. Also ich habe meine Tochter hier zu dieser angeblichen Party gebracht. Und bis dahin war es auch noch alles in Ordnung, so wie immer. Ihr ging es gut, sie war gut drauf. Naja, ich dachte mir auch, bei dieser Familie Keller wäre sie gut aufgehoben. Aber ich konnte ja nicht ahnen, dass... Was konnte ich ahnen? Ich konnte doch nicht ahnen, dass ich meine Tochter als Drogenwrack wiederbekomme. Mama, übertreibe doch nicht. Wann und wie haben Sie denn Ihre Tochter zurückbekommen? Wie ist denn? Das war so gegen 22 Uhr. Da hat Herr Keller meine Tochter schlafend nach Hause gebracht. Hat er Ihnen gesagt, warum Ihre Tochter schon geschlafen hat? Nein, er meinte nur, dass sie eingenickt wäre. Ich war noch ganz berührt von seiner Fürsorge. Fürsorge von wem? Kaum war er weg, da wusste ich, dass irgendwas nicht in Ordnung war. Als Mutter spürt man sowas. Gespürt mütterlich oder gab es Anzeichen? Ich habe versucht, meine Tochter wach zu kriegen. Ich habe es nicht geschafft. Sie war kreidebleich und der Atem wurde immer flacher. Da musste ich natürlich den Notarzt anrufen. Der Notarzt, der hat dann festgestellt, dass sie irgendwelche Cannabisprodukte konsumiert hatte? Nein, der Notarzt hat eine akute Kreislaufschwäche bei ihr festgestellt. Er hat mir dann auch geraten, sie ins Krankenhaus zu bringen, damit die Blutwerte untersucht werden. So, und am nächsten Tag haben wir die Laborwerte wiederbekommen. Und stellen Sie sich vor, meine Tochter hatte Drogen im Blut. THC, oder? THC, Kokain oder Hasch. Es ist mir doch scheißegal, wie dieses Teufelszeug heißt. Aber das Schlimmste an der Sache, dass dieser Mensch da meine Tochter süchtig gemacht hat, dafür könnte ich mich jetzt doch nicht. Ach, das ist doch komplett übertrieben und völlig falsch. Also ich habe der Julia doch nicht mal einen Haschkeks in den Mund gesteckt. Warten Sie mal, was sagen Sie da? Sie haben mir keinen Haschkeks in den Mund geschoben. Nee, habe ich auch nicht. Wussten Sie also etwas von der Existenz von Haschkeksen? Ja. Da haben Sie nichts von gesagt vorhin. Jetzt mal raus mit der Sprache. Also Sie haben gerade eben gesagt, sie hätte den Haschkeks selber genommen. Ja? Den hat sie sich selber genommen, ja. Ein paar das Krümel. Ist eine Lüge. Wo waren die her, die Kekse? Also, ich bin runtergegangen in den Keller, weil das da so laut war. Da habe ich den Alkohol eingesammelt, habe mit den Kindern geredet. Jetzt kommen wir zum Punkt, bitte. So, und ich habe dann halt mit diesen Kindern zusammen einen Joint gebaut. Mit richtigem Hasch. Also mit richtigem. Mit richtigem Hasch. So. Also wissen Sie was? Mir platzt gleich der Kran. Bin ich jetzt? Meine Tochter war halb tot. Ach, das ich weiß noch von fünf anderen Fällen, wo die Kinder ähnlich krank nach Hause gekommen jetzt sind. Lassen Sie ihn doch mal ausreden, wenn er uns so interessante Sachen erzählt. Ach, so, also ich habe diesen Joint gebaut mit den Kindern und wir haben uns darüber unterhalten, dass es Alternativen gibt zwischen Leitendrogen. Ja, das sagen Sie jetzt. Kommen Sie doch mal zur Sache. Dann haben wir kurz darüber gesprochen und dann habe ich das alles wieder eingesammelt. Die Kekse, ich habe vielleicht zwei Kekse zerbröselt und jeder hat sich ein so ein kleines Stück genommen und einen Joint haben wir geraucht. Und davon werden vier Kinder todkrank, von ein paar Krümeln. Ja, das weiß ich nicht, normalerweise nicht. Allerdings so, man hat ja am nächsten Tag bei Ihnen durchsucht und das Zeug hat man gefunden und Kekse hat man keine gefunden. Und nach denen hat man ja extra gesucht. Ja, das kann ich Ihnen nicht erklären, wo die Kekse abgeblieben sind. Die Dose, das war eine so große Dose. Und ich weiß nicht, vielleicht waren da 10, 20 Kekse drin. Wo haben Sie die Dose hin?
Im Wohnzimmerschrank wird das, bewahre ich das auch. Und die können sich dann erklären, dass die Dose am nächsten Tag leer war? Das weiß ich nicht. Da muss irgendjemand bei gewesen sein. Aber ich war das irgendjemand. Nicht. Irgendjemand? Wer kommt in Betracht? Die Kinder, die auf der Party waren. Ja, die müssen wir selbst gemacht haben. Die Polizeibeamtin, Frau Lang. Ja. Sie also fragt bitte, doch, wer in Betracht kommt. Ja, ja? Also. Ich meine ernstlich in da Betracht. Da gibt es mehrere. Er kann sich nicht die Polizeibeamtin herholen, Frau Lang. Seltsam ist ja schon. Sie wollen ja nur ein paar Krümel rausgenommen haben. Aber die Dose ist doch leer am nächsten Tag. Ja, das kann ich Ihnen leider nicht erklären. Das wäre aber schön, wenn Sie es könnten. Was ist denn, Julia? Also, wenn der Herr Keller jetzt wegen dieser coolen Aktion bestraft wird, also er hat uns wirklich nur ein paar Krümel gegeben und dann hat das ganze Zeug wieder mitgenommen und dann haben wir uns hinterher das heimlich geholt. Das habe ich wohl so in meiner Erziehung falsch gemacht. Woher habt ihr das euch geholt? Aus dem Wohnzimmerschrank. Was, abgeschlossen? Nein. Siehste, habe ich es doch gewusst. Siehste? Ja, Sie haben aber dafür zu sorgen, dass das abgeschlossen ist. Moment, jetzt. Ja, auch. Auch. Julia, woher wusstet ihr, wo die Kekse sind? Naja, Susi wusste ja, wo ihr Vater das Zeug versteckt hat und wir waren halt alle neugierig. Sie wusste das? Woher wusste Ihre Tochter das? Tja, warum soll ich es ja verheimlichen? Sie wusste es von Ihnen. Sie wusste es von mir. Wenn Sie Kekse gleich da stehen lassen können, das Gleiche. Ja, steht Alkohol normalerweise so auf dem Tisch? Nein, der ist auch in einer Bar drin. Und ist sie abgeschlossen? Meistens nicht. Gibt es noch Fragen an die Zeugin? Nein. Keine weiteren Fragen. Herzlichen Dank. 61-2 StPO als Angehörige. Nehmen Sie bitte da hinten Platz. Ja, mitten in den Plädoyers waren Sie alle schon. Hm? Können wir die VHS-Aufnahme schließen? Ja. Ja. Dann tue ich das hier mit. Beziehung mit Plädoyer, Herr Staatsanwalt. Hohes Gericht, Frau Verteidigerin, der Angeklagte hat als Vater auf der ganzen Linie versagt. Herr Keller, den Kindern, dass Sie denen nur wenige Krümel gegeben haben sollen, dafür erwarten Sie doch nicht auch noch, dass wir irgendwie Verständnis zeigen. In jedem Fall haben Sie die Joints und die Kekse den Kindern zugänglich gemacht. Die Kinder wussten, wo die Kekse sind und Sie, wie Sie gesagt haben, wussten auch, dass die Kinder wiederum wissen, wie sie an die Kekse rankommen. Und da interessiert mich auch überhaupt nicht, dass Sie vorher so klar den Kindern gesagt haben, wie vehement Sie sich gegen Alkohol wehren. Und dass Sie den Kindern gezeigt haben, wie man so einen Joint baut, das setzt dem Ganzen wirklich noch die Krone auf. Vier Kinder haben hier erhebliche Gesundheitsschäden davongetragen aufgrund ihres verantwortungslosen Verhaltens. Ich beantrage den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe zu verurteilen von 2 Jahren und diese Strafe gerade noch zur Bewährung auszusetzen. Danke, Herr Staatsanwalt, Frau Verteidigerin. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, die heutige Beweisaufnahme hat also ergeben, dass der Angeklagte ein paar Krümeln den nicht Kindern, sondern Jugendlichen zur Verfügung gestellt hat. Dies hat er im Rahmen einer aufklärerischen Tätigkeit gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, da haben Sie was verkannt. Nämlich das ist tatsächlich gute Erziehungsarbeit. Nämlich ich weiß nicht, ob Sie nicht auch wissen, dass nämlich alles das, was verboten ist, gerade zum Ausprobieren reizt. Und hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass jeder von uns mit 18, 19 nach Holland in den Coffeeshop fahren kann und sich da das besorgen und zu sich nehmen, was er möchte. Dass das hier in Deutschland verboten ist und unter diese ungeheure Strafe gestellt wird, ist meiner Meinung nach ein Versehen des Gesetzgebers. Weil hier wird nicht differenziert zwischen weichen und harten Drogen, sondern es ist vollkommen egal, ob ich jetzt Haschisch Minderjährigen gebe, Heroin oder Kokain. Das ist genau dieselbe Strafe und das muss man sich mal vorstellen. Hier sollte man sich mal überlegen, ob hier nicht was falsch läuft, aber egal. Er hat also die paar Krümel abgegeben. Zu diesen Körperverletzungen, Beschwerden, wäre es natürlich niemals gekommen aufgrund dieser paar Krümel. Und konnte er tatsächlich vorhersehen, aufgrund dieses ungeheuren Vertrauensverhältnisses zu seiner Tochter, dass die Tochter dieses Vertrauen missbraucht und dann allen da sozusagen die Drogen zugänglich macht. Das konnte er nicht vorhersehen. Was hier bleibt, und das ist leider so, dass eben der Gesetzgeber dem Gericht keine andere Wahl lässt, ist eine Verurteilung eben wegen Abgabe an Minderjährigen, auch wegen dieser paar Krümel, deshalb aber minder schwerer Fall. Und deshalb beantrage ich den, mir bleibt leider nichts anderes übrig, den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten zu verurteilen. Die kann selbstverständlich, brauche ich gar nichts zu sagen, zur Bewährung ausgesetzt werden. Vielen Dank. Danke, Frau Verteidigerin. Sie können selbst noch was sagen, Sie haben das letzte Wort. Mir ist es lieber, dass meine Tochter kifft, als dass sie sich regelmäßig mit Apfelkorn dicht schüttet. Okay. Danke. Wir ziehen uns zur Urteilsberatung zurück. Sehen Sie gleich das Urteil und danach... Ja, sie ist mir dann halt an die Wäsche gegangen und er hat mich auch dann versucht zu streicheln. Er hat mich festgehalten, er hat mir den Slip runtergerissen. Die hat uns zu sämtlichen Sachen gezwungen. Ich wurde von den beiden Jungs vergewaltigt. Frau
verkünde im Namen des Volkes folgendes Urteil. Der Angeklagte Jens Keller ist schuldig der Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige in 15 tateinheitlichen minderschweren Fällen, § 29a Absatz 2 Nummer 1 Betäubungsmittelgesetz und 52 Strafgesetzbuch. Er wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 5 Monaten verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Nehmen Sie Platz. Eins vorweg. Es geht hier ganz sicher nicht um eine Diskussion, ob es vernünftig ist, dass der Gesetzgeber jeden Drogenbesitz verbietet. Es geht hier eigentlich um was ganz anderes. Trotzdem mal zu Ihrer Argumentation gegen Alkohol. Diese Argumentation ist natürlich eine nach dem Motto, Pest ist besser als Cholera. Es mag ja sein, dass Alkohol in unserer Gesellschaft viel mehr Menschen auf dem Gewissen hat als andere Drogen, aber das macht die anderen Drogen natürlich noch nicht gut. Ja? Das gesellschaftliche Problem Alkohol zeigt uns doch nur, dass wir es bei anderen nicht so weit kommen lassen sollten. Und einen ganz wichtigen Umstand lassen Sie bei all dem außer Betracht. Alkohol kann auch was anderes als ein Rauschmittel sein, nämlich das, was ich für mich in Anspruch nehme, bei einem abendlichen Glas Rotwein, ein Genussmittel. Ja? Alle anderen Drogen haben dagegen nur einen Zweck, sich Rausch zu verschaffen. Und da müssen wir uns überlegen, ist das wirklich sinnvoll bei Kindern und Jugendlichen? Und deswegen hat der Gesetzgeber ganz genau gewusst, was er getan hat, als er die Abgabe und die Überlassung von Betäubungsmitteln an Minderjährigen zum Verbrechen gemacht hat. Strafrahmen mindestens ein Jahr. Das birgt nämlich, egal was es ist, immer ein ganz großes Gefahrenpotenzial. Mindeststrafe ist 3 Monate, da könnten wir gar nicht drunter, selbst wenn wir es wollten. Allerdings reicht es auch nicht ganz mit den 3 Monaten, weil es waren immerhin 15 Kinder. Und deswegen sind wir der Meinung, dass hier 5 Monate angemessen sind. Die Körperverletzung, die Fahrlässige, haben wir Ihnen nicht zugerechnet. Wir sind der Meinung, Sie mussten tatsächlich nicht damit rechnen, dass Ihre eigene Tochter das Vertrauen missbraucht und an den Wohnzimmerschrank geht. Hätten Sie es im Keller auf dem Tisch stehen gelassen, wären Sie auch insoweit natürlich verurteilt worden. Ja, das hier, selbstverständlich wird die Strafe zur Bewährung ausgesetzt, nachdem Sie bisher nicht straffällig geworden sind. Dann ergeht noch zum Abschluss folgender Bewährungsbeschluss. Bewährungszeit dauert 2 Jahre. Dem Angeklagten wird aufgegeben, eine Geldbuße von 2.000 Euro an die Drogenhilfe Bremen, gemeinnützige GmbH, zu bezahlen. Ja, soviel zu diesem Fall. Ein einziges mag ich Ihnen bei Ihrer ganzen Argumentation zugestehen, auch wenn es nichts zur Sache tut, ist es immer noch lieber, wenn jemand Flagge zeigt, als wenn jemand eine Fahne hat. Sitzung ist geschlossen.